Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher MMOGA.de. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Add-on-Watch. Heute geht es um ein Add-on, was vielleicht schon der ein oder andere von euch kennt. Ich gehe sogar stark davon aus, aber vielleicht einige auch nicht. Es geht um ein Add-on, was beim Umschmieden eine Hilfe ist. Das Ganze heißt Reforge Saver. Reforging ist ja der englische Ausdruck fürs Umschmieden. Und ja, ihr kennt sicherlich die Situation, falls ihr euch fragt, wofür ist das Ganze, dass man eben für unterschiedliche Skillungen unterschiedlich umschmieden muss, da man dieselbe Ausrüstung verwendet. Und hier setzt eben das Add-on an, denn ja, man muss ja immer wieder ausrechnen, wie passt es dann jetzt mit der Trefferwertung, mit dem ja, Meisterschaft, dass da genau der Wert überschritten ist etc. Und ihr könnt hier eben bei dem Add-on Reforge Saver einstellen, dass er sich eine gewisse Sache merken soll, und beim nächsten Mal müsst ihr dann einfach nur hingehen und sagen, ich möchte jetzt für diese Skillung umreforgen, und er macht das ganz automatisch. Ist natürlich jedes Mal, wenn ihr ein neues Item bekommt, müsst ihr es wieder neu speichern, das ist ja eine ganz klare Sache, aber grundsätzlich eine einfache Geschichte. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Ich habe nämlich für Marksman, also für Treffsicherheit, eine andere ja, Umschmiede Festlegung, wie zum Beispiel für Survival, also Überleben. Hier ist eben der gute Reforger der Horde. Dort gehe ich hin, gehe dann hier auf Reforge an Item und habe dann hier mit dem Add-on Reforge Saver hier oben eine neue Auswahlmöglichkeit, nämlich Profile. Die habe ich vorher angelegt. Ich zeige euch auch gleich ganz kurz, wie ich die anlege. Also ist eine ganz simple Sache. Ihr sagt, so wie ich jetzt ausgerüstet bin und umgeschmiedet bin, so möchte ich das speichern. Drückt einfach dann hier auf Save, gibt einen Namen dafür ein und dann taucht das da eben auf. Und wenn ihr dann eben umschmieden wollt, das zeige ich euch natürlich jetzt. Zum Beispiel bin ich momentan gerade ja, auf Marksman eingestellt. Also meine ganze Ausrüstung ist so eingestellt, dass ich eben die Werte für Marksman optimiert habe, ja, also für Treffsicherheit. Dann drücke ich hier auf SV, möchte also meine Items umstellen auf SV, mache aber vorher noch, ziehe ich die richtige Ausrüstung an, weil ein paar Sachen stimmen da halt nicht. Drücke dann hier auf Reforge, er sagt mir, das Ganze würde mich 74 Gold kosten. Ich sage dann, ja, machen wir. Und er reforged dann jetzt, nimmt also jedes Item, geht es durch, ja, stellt es entweder wieder her oder reforged es, und danach ist eben alles anders. Ihr seht das hier, hier werden die Dinge gemacht. Reforging ist complete. Jetzt ist alles fertig. Ich habe jetzt hier von den Werten her, habe ich jetzt wesentlich mehr Crit, viel weniger Haste, aber ich bin noch immer an meinem Cap von allen anderen Sachen. Ja, also das hat geklappt. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber sagen möchte, ich will wieder zurück auf, also nur mal als Erinnerung, ich habe jetzt hier gerade 25,69 Crit und nur ja, 7,5 Haste zum Beispiel. Ziehe erstmal jetzt wieder die anderen Klamotten an für MM, das sind sowieso nur zwei Sachen, gehe dann hier drauf, drück Reforge, ja, er sagt, das Ganze kostet dich aber 91 Gold, sag ich, ja, scheiß was drauf, machen was, und dann reforged er das für mich. Wir gucken gleich dann auf die Werte und ihr werdet sehen, das Ganze ist dann eben alles wieder umgeschmiedet, so wie ich es für diese Skillung brauche. Geht natürlich wesentlich schneller, ihr seht jetzt hier, ne, da habe ich wieder 11,08 Haste, ich habe nur noch 22,78 Crit und so weiter, ja, also das Ganze hat geklappt, es ist alles fertig, jetzt bin ich wieder in eine andere Richtung umgeschmiedet. Kostet natürlich alles immer, aber das würde es euch auch kosten, wenn ihr das einzeln machen müsstet, nicht wahr? Also eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte, dieses Reforge Saver, wie ich finde, und ich denke, für jeden, der öfter mal umskillen muss und öfter mal umschmieden muss, vor allen Dingen, eine Sache wert. Ja, wie gesagt, speichern könnt ihr das einfach, wenn ihr dort auf Save geht. Das ist ähnlich wie dem Ausrüstungsmanager von Blizzard angeordnet. Also eine ganz, ganz einfache Geschichte. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen hilft dieses Add-on, anderen Leuten vielleicht nicht, weil sie schon kannten oder überhaupt gar nicht umschmieden müssen. Wem es hilft, freue ich mich, dass es euch geholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Denkt ans Abonnieren, auch bei über 10.000 Abonnenten. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer Venjen.